Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Heute kam tatsächlich das große Update und damit kamen auch einige Map-Updates und tatsächlich diese Woche relativ große Map-Updates. Dazu werde ich nachher natürlich noch ein Video machen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Sachen schon selbst herausgefunden habt, die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich sind, kleinere Map-Updates, die man sonst nicht so mitbekommt, schreibt es gerne in die Kommentare, damit ich das dann nachher auch noch im Video einbauen kann. Wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst uns natürlich gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir heute Nachmittag wahrscheinlich auch noch ein bisschen streamen und den Duo Cup heute zocken. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir keine neuen Skins im Shop, also keine, die heute neu reingekommen sind. Auch wenn es einige sind, wie gesagt, kommt alles nachher noch im Video. Wir haben einmal den Mani-Skin heute, dann den Steinherz-Skin mit den Herzschmerz-Spitzhacken. Als nächstes haben wir dann den Totenschützen-Skin mit dem Standard- und dem ohne Kopfbedeckungsstil. Dazu dann die Spektralsense und die Welle des Todes als Lackierung. Dann haben wir als nächstes den Sanktum-Skin, war glaube ich auch schon relativ lange nicht mehr im Shop. Dann haben wir als nächstes den Seewolf-Skin und ich glaube, der war tatsächlich seit Season 8 nicht einmal mehr im Shop drin. Das heißt, der müsste jetzt tatsächlich ziemlich genau ein Jahr auch nicht mehr im Shop gewesen sein. Zumindest soweit ich das jetzt weiß. Hier hat man einmal den Stil in Braun und einmal in Blau. Ist auf jeden Fall ein ganz nice Skin, finde ich. Dann haben wir als nächstes albernes Hüpfen als Fortbewegungs-Emote. Als nächstes haben wir dann den Brutzelmeister-Emote. Dann haben wir noch den Elektro-Swing-Emote. Und als letztes haben wir noch den Hüftschwung-Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Wie gesagt, schaut natürlich gerne nachher nochmal auf dem YouTube-Kanal hier vorbei und checkt das Video aus. Vielleicht kommen auch noch Challenges raus, weiß ich noch nicht ganz genau. Die Server sind jetzt auch erst seit 10 Minuten oder so online, deshalb wurde da noch nicht ganz viel rausgefunden. Auf jeden Fall werde ich euch zu allen Neuigkeiten ein Video heute oder morgen liefern. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen und bis zu dem Video.